Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar geht es um die Shapebox. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Shapebox ist auch eine Abo-Box, aber eine etwas andere Abo-Box. Und zwar sind in dieser wunderschönen Box, das ist jetzt noch ein großer Karton, aber da ist die Box drin, Produkte aus dem Bereich Ernährung, Fitness, Beauty. Eine Ausgabe von der Shape hast du auch noch mit dabei, ne? Also alles mögliche, Ernährung ist auch noch mit dabei, genau. Und die kostet, je nachdem, was für ein Abo du wählst, halt 25 bis 30 Euro pro Box und die kommt alle 2 Monate. So. Genau. Dann hast du da auch ungefähr 8 Produkte oder mindestens 8 Produkte sind da auch immer drin in der Box. Und noch was? Ach ja, ich darf jedes Mal eine Box an einen von euch da draußen verlosen. Verlosungen gehen 4 Wochen. Schau einfach unten in die Infobox, da stehen alle notwendigen Informationen drin. Genau. Aber erstmal schauen wir uns die aktuelle Shapebox mal an. So, als erstes habe ich hier so eine liebe Karte mit drin. Liebe Claudia, wir wünschen dir ganz viel Spaß mit unserer Ready for Summer Ausgabe und sind schon sehr gespannt auf dein Feedback. XOXO Charlotte vom Shapebox Team. Also, was stelle ich mir unter Get Ready for Summer vor? Ich sollte erstmal diese Karte weglegen, sonst mache ich damit nur Blödsinn. Vielleicht so Selbstbräuner kann ich mir vorstellen im Bereich der hier Beauty-Geschichte. Dann kann ich mir vorstellen, ja, du willst natürlich eine Bikini-Figur haben. Irgendwas, eine Hantel. Ich denke immer, dass in solchen Fitnessboxen irgendwie eine Hantel drin ist. Ne? Ein Laufband passt da nicht rein, aber vielleicht eine Hantel. Ich weiß es nicht, du. Wir gucken mal zusammen rein. So sieht die Box aus. Also das ist das klassische Design von der Shape oder der Shape-Box. Das ist halt so ein Mintgrün. Dann hast du hier so rosa-pinke Striche drauf. Dann steht hier Shape-Box in einer weißen Schrift. Und das ist eine der größeren Boxen. Also beziehungsweise die Shape-Box gehört zu den größeren Abo-Boxen, die es gibt von der Größe her, ne, ist ungefähr genauso groß wie die Barbara-Box oder auch wie die Bums-Box. So, dann nehmen wir mal den Deckel ab. Genau, es ist übrigens schon spät mal wieder. Ich drehe mal wieder abends, ne, nachdem wir Besuch da hatten. Hier haben wir ein schönes grünes Seidenpapier und hier steht das Motto drauf, Ready for Summer und ich bin gespannt. Ach so. Dran riechen wir auch mal eine Sache. Es riecht aber nach nichts. Irgendwie riechen die Boxen in letzter Zeit nach nichts. So. Ach, den Klebi kann ich nicht ohne es zu zerreißen öffnen. Mm. So, als erstes habe ich hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Da sind 2 Ladies, die am Joggen sind. Vielleicht, das wäre ja richtig cool, ist da auch irgendwie Kleidung drin. Das wäre cool. Also so Fitnesskleidung an sich, zum Beispiel so ein schönes Top oder so ein Bustier oder so, fände ich richtig cool. Aber gut, die haben jetzt nicht unbedingt meine Größe. Genau, Preise stehen hier auch drin. Das finde ich auch praktisch. Das heißt, ich kann euch die auch immer schön mit einblenden. Als erstes habe ich hier so ein Heftchen Smart Sleep mit drin. Guten Morgen steht da drauf. Smart Sleep. Also das hatte ich auch schon mal in der Box mit drin. Oder nee, das habe ich mir mal bei DM gekauft und habe das dann der lieben Emilia in mein Paket gepackt. Gute Vorsätze, das kann ich dir hier oben mal verlinken. Also das Video, wo die Sachen drin sind, die sie mir geschickt hat. Ich kann dir auch noch mal ein bisschen später das Video verlinken. Und zwar hier mit den guten Vorsätzen, was ich ihr geschickt habe. Genau, da war auch das Smart Sleep mit drin. Das ist vielleicht sogar hier mit in der Box. Oh, das wäre cool. Da würde ich mich drüber freuen. Und dann ist hier noch so ein üblicher Gutschein von meinem Müsli drin. Das habe ich schon mal getestet, mag ich wohl ganz gerne. Aber ich bin ja kein Neukunde mehr. So, als erstes habe ich hier so einen Shaker mit drin. Rocket Shaker. Okay. Ja, ich mache mir jetzt nicht unbedingt Shakes, aber es könnte sein, dass ich mir mal einen Smoothie mache. Und der könnte da doch reinpassen, oder? Also der ist echt groß, da passen 500 Milliliter rein, das finde ich cool. Der hat hier oben, das baue ich euch mal auseinander, hier so ein Wackeldackel-Ding. Und der
mach dann, dass es noch weiter geshakt werden kann. Das finde ich cool. Ich hatte das mal von meiner Ma, als wir hier am Umbau waren. Ja, das war auch so ein Shaker, da hat sie mir einen grünen Smoothie gemacht, weil sie mir was Gutes tun wollte. Und der Smoothie war irgendwann ein bisschen nicht mehr so geil und dann ist mir irgendwie die Kugel, die da drin war, das war nämlich nicht, das war sowas, aber nur als Kugel und es war dann hier halt unten drin und das wusste ich nicht. Und dann habe ich das ins Klo gekippt und dann ist die Kugel auch im Klo gelandet. Sorry, das war ein bisschen ärgerlich. Ja, vielleicht checke ich den meiner Mama. Das wäre doch mal cool, so als kleine Entschuldigung. Ja, weil ich glaube, sie kann da deutlich mehr mit anfangen als ich. Wobei jetzt Pink nicht unbedingt ihre Farbe ist, aber ich denke, dass sie da auf jeden Fall mehr Freude dran haben wird als ich. Genau, dann kannst du das hier aufklappen. Irgendwie. Hallo? Nicht? Doch, das kann man aufklappen. Oh, man muss dafür wahrscheinlich stark sein und Sport gemacht haben. Alter! Ja, kann man aufklappen, total easy. ja, okay, cool. Und hält dann aber wahrscheinlich auch einfach gut, ne? Ja, cooles Produkt werde ich dann wahrscheinlich meiner Mama schenken. Als nächstes habe ich hier, das kenne ich auch schon, von Waterdrop Micro Drink in der Richtung Glow mit Mango, Kaktusfeige und Artischocke. Die hatte ich auch schon mal in, ich glaube, einer Barbara-Box drin. Da hatte ich die verschiedenen verschiedenen Geschmacksrichtungen drin. Und ich glaube, das Gelbe hatte mir nicht so gut geschmeckt. Aber hier sind jetzt 3 Stück davon drin. Jetzt wird ja auch Sommer. Vielleicht gefällt mir das jetzt besser. Ich weiß es nicht. Also, ich mochte das wohl ganz gerne, muss ich sagen. Jedenfalls die lilane und die rote Variante, die mochte ich wirklich gerne. Ich glaube, das hier war mir ein bisschen zu sauer. Aber gut, Mango, Kaktus, Feige, Artischocke, ne? Hört sich schon sehr gesund an. Aber finde ich cool, weil das auf jeden Fall dem Wasser, was man so hat, ein bisschen Pep verleiht und man tatsächlich damit mehr trinkt. Und das ist so wichtig. Cool. Wird benutzt. So, dann habe ich von Charlotte Eden Plus Figurschön Kapseln. Ach, guck mal. Mit Cholin für den Fettstoffwechsel, Kupfer und Mangan für das Bindegewebe. Das ist cool. Die werde ich auf jeden Fall verwenden. Die werde ich zu mir nehmen und euch dann in meinem nächsten Aufgebraucht-Video erzählen, ob sich irgendetwas getan hat. Denn ich finde solche Nahrungsergänzungsmittel ehrlich gesagt total interessant. Und du, ganz ehrlich, wenn ich irgendwas zu mir nehmen kann, was keine Nebenwirkung hat und das irgendwie hilft, dass es meiner Gesundheit gut tut, mache ich das. Gerne. Das sieht aber aus wie grüne Kaffeebohnen, oder? Sehr, sehr interessant. Wie so eine Mischung zwischen Wasabi und Kaffeebohne. Naja, aber das sind dann wohl diese Cholin-Geschichten. Mit exklusivem Extrakt Svetol. Mhm. Ausprobieren, auf jeden Fall. Wie viel sind denn da drin? Also man soll 2-mal täglich eine Kapsel nehmen. Zum Mittagessen und zum Abendessen. Okay, also quasi zu den Hauptmahlzeiten. Und hier sind drin 30 Kapseln. Das heißt, oha, das wird jetzt gerade mal 15 Tage halten. Gucken wir mal. Die habe ich schon mal in den Händen gehabt und die kenne ich auch. My Dry Axle Pads. Schutz vor Deo und Schwitzflecken. Also, die hatten wir schon öfters bei uns tatsächlich. Die hat aber mein Freund verwendet, weil ich muss gestehen, ich trage ja keine Blusen, ne? Jedenfalls relativ selten. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt im Sommer, Ruhe da, wenn ich im Sommer ein T-Shirt trage, was ein bisschen längere Ärmelchen hat, weil wenn ich jetzt nur so kurze, also sowas, bei sowas brauchst du es ja nicht tragen, weil da ist ja nichts da. Wo soll ich das hinkleben? Dann direkt unter die Achseln oder wie? Das funktioniert nicht. Also dann müsste ich das quasi irgendwo reinmachen, wo ich dann tatsächlich auch was Langärmeliges habe. Aber ich habe tatsächlich auch das ein oder andere T-Shirt, wo ich das mal machen könnte. Oder sogar in einem Longsleeve oder sowas. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren und ich schaue mal, ob das funktioniert. Jo, mein Freund fand es übrigens nicht so gut. Er fand das störend. Muss ich mal ausprobieren. Mal gucken. Vielleicht ist es ja ganz cool. Jo, was ist denn hier noch drin? Ha, hier habe ich es. Das ist echt Karma manchmal, ne? Wenn du etwas in so ein Tauschpaket reinpackst, was eigentlich gar nicht so günstig war und du dir gedacht hast, ach, ich hätte es eigentlich auch ganz gerne. Und irgendwann
kommt es dann doch zu einem zurück. Und das finde ich so schön. Das ist Smart Sleep von der Höhle der Löwen. Und das soll die Schlafqualität verbessern. Das ist echt eine ziemlich coole Geschichte. Und das werde ich jetzt tatsächlich auch mal austesten. Denn ich habe jetzt auch Urlaub und dann wird das auf jeden Fall verwendet. Eine Kautablette und Trinkampulle bei Bedarf pro Tag vor dem Schlafen einnehmen. Also es ist im Prinzip, wenn du, das habe ich nämlich bei der Höhle der Löwen gesehen und soweit ich das in Erinnerung habe, ist es noch so, dass du quasi, wenn du weißt, dass du am nächsten Tag einen stressigen Tag hast, zum Beispiel heute, das werde ich mir heute Abend mal reinpfeifen, ich weiß, dass ich morgen einen stressigen Tag habe, weil wir auch Besuch bekommen und ich hier das Haus wieder weiter vorbereiten muss und Kuchen backen und was nicht alle. Da möchte ich fit sein. Und heute hatte ich zum Beispiel, als ich morgens aufgewacht bin, hatte ich mega Migräne. Also das ist ganz, ganz furchtbar. Da hätte ich sowas gerne abends genommen, damit ich halt heute leistungsfähig wieder bin. Das ist irgendwie zur Verringerung der Müdigkeit und Ermüdung und verbessert die kognitiven Fähigkeiten und schützt vor oxidativem Stress, keine Ahnung, was auch immer das heißt. Und ja, soll alles irgendwie besser machen. Ich guck mal, ob das wirklich funktioniert. Ich nehme das jetzt heute Abend, ne? Und im aufgebraucht April-Video werdet ihr davon hören. Versprochen. Boah, hier ist so viel drin. Also diese Shapebox ist echt riesig. Das finde ich so, so geil. Ja, und hier habe ich etwas drin, was ich super finde. Gent in Shape with Invisibobble Power and Original. Okay, sind das unterschiedliche? Okay, also hier sind Invisibobbles drin. Einmal so in einem Mintgrün und einmal in einem Transparent. Und ich weiß jetzt nicht, was Invisible Power, The Strong Grip Hair Ring. Okay, also hält es dann wahrscheinlich. Und The Traceless Hair Ring. Okay. Dann ist das eine wahrscheinlich etwas besser anhaltend und das andere ist dann ganz normal. Und das sind insgesamt 6 Stück. 3 von diesen Transparenten und 3 von den Mintgrünen. Ich gucke jetzt mal, wo der Unterschied sein soll. Zum einen hast du das ja in der Größe. Das Transparente, was ja dieses Power sein soll, ist schon größer, ne? Also so sieht man den Unterschied auf jeden Fall. Und von der Dehnbarkeit her lässt sich das Transparente viel schwerer dehnen. Doch. Aber beide scheinen für mich auf jeden Fall geeignet zu sein. Also ich mit meinen langen Zotteln kann da ja immer gut welche gebrauchen. Finde ich toll. Also ich mag ja nicht die Invisibobble Nanos, weil die mir einfach zu klein sind. Da kann ich nichts mit anfangen. Ne? Das hilft mir auch nicht, wenn ich sage, okay, dann mache ich mir das unten irgendwie in Flechtzöpfe rein. Ich trage zu selten Flechtzöpfe, als dass ich das brauchen würde. Da kommen mir die doch sehr gelegen und das finde ich echt praktisch, dass die mit drin sind, weil diese Papaganda oder wie die hießen, die ich letztens in der Pinkbox, glaube ich, drin hatte, die waren nichts für mich. Die waren mir einfach zu fest, die konntest du nicht dehnen, das war doof, aber die finde ich toll. Das freut mich. Danke, liebe Shapebox-Team, das freut mich. Gutes Produkt. So, dann machen wir hier mal weiter. Und zwar habe ich hier wieder was zu trinken drin. Sehr gut. Coconut Juice Pure Organic Premium Quality. Aha. Fluid of Life. Flüssigkeit des Lebens. Mhm. Die junge Kokosnuss liefert einen wahren Schatz der Natur. Frischen, klaren Kokossaft. Weich und erfrischend, ein wenig süß und mit einem Hauch von Kokos. Dr. Antonio Martins hat den Saft aus der jungen Kokosnuss. Okay. In Bioqualität, nur der ist so wertvoll und schmeckt. Aha. Ja. Okay, ach so, das ist die Marke Dr. Antonio Martins. Jetzt habe ich es gerafft. Okay, also das ist jetzt einfach Kokosnusssaft. Das finde ich gut, das probieren wir doch mal. Riecht etwas säuerlich, also das hat jetzt nichts Süßes. Schmeckt gut, das schmeckt wirklich gut. Sonst habe ich das oft bei diesem Kokosnusssaft, dass der so einen muffigen Abgang hat, aber der schmeckt wirklich gut. Mhm. Der gefällt mir, der wird heute Abend noch geplündert. Mhm. Super Sachen bislang drin, echt. Als nächstes habe ich von Bilou eine Schaumlotion, Tasty Donut. Ich glaube, die hatte ich letztens auch schon mal mit drin, aber jetzt habe ich sie halt nochmal. Ja, sehr geil. Das ist halt extrem süß, aber das ist das, was ich liebe.
Das finde ich richtig toll. Ich mag diese süßen Gerüche und ich finde es so toll, dass dieses Girly auch tatsächlich hier mit in dieser Box drin ist. Und nicht nur alles Mögliche mit Fitness zu tun hat, das finde ich total gut. Also im Prinzip kannst du dich dann einmal richtig mega verausgaben, Sport machen, auf die Kacke hauen und dann kommst du in die Dusche und darfst wieder girly sein und gönnst dir erstmal schön tasty Donut, ne? Das finde ich super. Oh, das riecht auch schön süß. Oh, da freue ich mich drauf. Das ist richtig meins. Ja, da ist mein Geschmack und mein Herz auf jeden Fall positiv getroffen. Richtig cool. Ah, super. Dann ist hier von Iverum, ich weiß es nicht, Naturally Yours Lip Collagen Stick für anspruchsvolle Lippen. Das ist ein Lippenpflegestift. Das finde ich super. Den kann ich gut gebrauchen. Ich mache jetzt in letzter Zeit... Meine Güte, fokussier doch endlich. So, einige Lippenpflegestifte leer. Das heißt, den werde ich dann auch sehr bald mal verwenden können. Dann kann ich den jetzt auch austesten. Das finde ich gut. Oh, guck mal, der hat eine Farbe. Und der riecht auch gut. Der riecht süß mit einem Hauch Rosmarin. Geil, den machen wir mal drauf. Ah, der riecht echt gut. Ah, der fühlt sich gut an. Kollagen. Soll der dann jetzt meine Lippen aufplustern oder was? Fände ich nicht verkehrt. Fände ich ganz witzig, wenn das halt auf so eine Art und Weise funktionieren würde. Aber er fühlt sich nicht an, als hätte ich jetzt einen fettigen Lippenpflegestift auf den Lippen. Und das finde ich cool. Gefällt mir. Echt. Und der fährt nicht. Der ist einfach nur jetzt so da. Das ist ein tolles Produkt. Meine Güte, was ist mit dieser Box los? Sie macht mich immer glücklicher. Jetzt haben wir hier was zu essen drin. So. Das werde ich jetzt nicht essen. Wir haben eben gegrillt. Sorry, aber das schaffe ich nicht. Das hier ist Eat Coco Cranberry. Das werde ich mir morgen mal essen. Dann schreibe ich dir mal rein, ob es geschmeckt hat. Genau, so ein kleiner Proteinriegel wird das sein. Oder Müsliriegel, ich weiß es nicht. Und ja, da ist so ein Puma, Leopard, wie auch immer, so ein... So eine Raubkatze abgebildet, die da am Rennen ist, ne? Das scheint dann wohl ein ordentlich gutes Produkt zu sein. Glutenfrei, ohne Zuckerzusatz und vegan und bio und made in Berlin. Sehr gut. Und 100% natürlich. Und das hört sich sehr positiv an. Das wird mein Frühstück morgen. Ja. Oh, von Raccoon. Erdbeere, Bio-Protein-Schokolade mit 22% Protein und mit Kokosblütenzucker. Oh, wenn ich jetzt nicht satt wäre, ne? Guckt euch mal diesen unheimlich, unheimlich geilen Waschbären an. Der sieht doch ziemlich geil aus, oder? Mit seinem Speisband. Oh. Dank Erdbeerstückchen zum Sahneschnittchen. Wer Süßes isst, kann nicht süß aussehen. Pustekuchen. Raccoon wird dir das Gegenteil beweisen. Denn mit hochwertigem Kokosblütenzucker und der Extraportion an Protein ist diese Leckerei optimal für dein Workout geeignet. Und die Erdbeerstückchen? Naja, die sind einfach nur drin, weil es super schmeckt. Guter Geschmack, gutes Gewissen, vegan, fair und nachhaltig. Geil. Das wird auch morgen gegessen. Aber jetzt, ich bin so satt, ich kann nicht mehr. Tut mir leid. So, jetzt habe ich hier in dieser Box von Ultrasun mit Sun Protection Faktor 30 UVA Sports Gel. Transparent Sun Protection. Das kannst du dir dann wohl drauf machen, wenn du Sport draußen machst, wenn du zum Beispiel joggen gehst oder, keine Ahnung, wenn du Tennis spielst oder so. Und das schützt dich dann. Das finde ich cool. Und es ist wasserresistent. Sehr, sehr praktisch. Und ich denke, dass man das auch garantiert verwenden kann, wenn man jetzt irgendwie nicht gerade Sport macht, ne? Deswegen ist es auch auf jeden Fall für mich eine gute Sonnenschutzcreme, wenn ich jetzt zum Beispiel im Garten bin. Garten ist doch auch Sport, oder? Genau, weil es nicht fettend und nicht klebend sein soll. Das ist perfekt, wenn du da im Garten am Hantieren bist mit der ganzen Erde oder am Unkrautzupfen und so. Ich hasse es so sehr, wenn ich mich eingecremt habe und einfach alles an mir dran klebt. Das muss nicht sein. Da habe ich dann lieber sowas, dass es dann halt es nicht tut. Das ist praktisch. Wobei 30 ein bisschen wenig ist. Ich bräuchte eigentlich 50, so schön. Kindersonnenschutzcreme ist was für mich. Aber die wird ausgetestet. Finde ich cool. Ich werde hier richtig gut für den Sommer vorbereitet. So, jetzt habe ich hier noch ein Produkt drin. Ja, und dann ist die Box leer. Meine Güte, war da viel drin. Also definitiv mindestens 8 Produkte, ne? Da weiß ich aber nicht, was das jetzt ist. Da steht auch nichts dran. Das ist jetzt einfach nur so ein blaues, hellblaues Teil. So, das scheint dann auch, weil die Shapebox tatsächlich auch eigene Produkte manchmal hat. Das
das? So ein Nierengurt? Das ist so ein bisschen elastisch. Das hat hier so einen Klettverschluss, glaube ich, oder? Nee, zusammengenäht. Ja, wofür ist das? Oder ist das dafür, dass man Kraft ausübt, dass man das nimmt und ich bin nicht stark? Ja, während ich gerätselt habe, was das hier für ein krasses Ding sein soll, ist mir jetzt leider gerade der Akku ausgegangen, leer gegangen. Aber ich habe ja ein paar Ersatzakkus. Ja, ich bin sehr gespannt. Also es riecht wirklich so, als müsste ich das jetzt echt bald waschen, weil das riecht nicht gut. Sehr, ja, künstlich. Aber wie gesagt, ich bin nicht stark. Ich kann sowas nicht dolle auseinanderziehen, ne? Wir gucken mal in dieses super Begleitheftchen, was dazu da drin steht. So, super praktisch und vielseitig einsetzbar. Ja, das ist ein Resistance Band. Das ist aus Latex. Das ist super elastisch. Naja, so elastisch fand ich das jetzt nicht, aber das liegt dann wahrscheinlich einfach daran, dass ich das nicht so gut ziehen konnte, dass ich nicht so stark bin. Das ist mit Gummifasern. Und ja, man merkt auch wirklich, ne? Hier steht drin, dass es robust und langlebig ist. Das merkst du auch. Also die Qualität von diesem Band sieht schon ganz ordentlich aus. Ich kann das nicht so beurteilen, weil ich echt kein Sportler bin, Leute. So, und dann steht hier, dass man das individuell einsetzen kann und verschiedene Übungen damit machen kann. Und hier hinten stehen dann auch tatsächlich ein paar Übungen drin. Also, ich mache die jetzt nicht vor. Einmal ist hier so eine Lady, die das sich zwischen die Beine gemacht hat. Und was macht die dann? Die Beine auseinander? Nee, sie macht so eine Art Kniebeugen dann damit, ne? Fies, nee, oh, guck mal. Dann kannst du damit laufen quasi, dass du es so zwischen die Beine machst, also an die Knie oder Unterschenkel. Dann kannst du das hier im Liegen machen und versuchen dann diese Beinviecher, Side Leg Raise, siehst du, ich weiß nicht mal, wie das heißt, ne? Side Legs zu machen. Boah, das würde ich nie hinkriegen. Oder du machst es halt mit den Armen, so wie ich das versucht habe, gerade ganz, ja, wäre auf jeden Fall wahrscheinlich eine sinnvolle Übung. Das war so, oh Gott, oh. Ja, ich bin echt keine Sportlerin, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich meine, es ist natürlich praktisch, dass du dieses Gerät hast und oh, ich merke schon, das ist schon ordentlich. Wenn ich ein paar davon mache, ich glaube, da kann ich ins Schwitzen kommen. Ja, fail, Claudi, echt fail. Ja, da stehen auf jeden Fall ein paar Übungen zu drin. Ich werde es mal probieren. Ich gucke mal, ob ich da echt Bock zu habe. Aber das ist halt sowas, das kannst du dann halt zu Hause machen. Und ich habe es ja schon mal gesagt, vielleicht animiert mich diese Box mal Sport zu machen. Warum nicht? Tut ja nicht weh. Naja, tut vielleicht doch weh, weil anstrengend, ne? Aber ist auf jeden Fall eine coole Sache. Theoretisch, du kannst es ja überall mit hinnehmen, ne? Auch wenn du irgendwo geschäftlich unterwegs bist oder sonst irgendwie, du hast es immer mit dabei. Das passt in jede Handtasche quasi. Also in meinen Handbeutel auf jeden Fall mit rein. Dass man das halt immer irgendwie mit dabei hat. Oder in der Mittagspause. Ja, man sollte es dann nicht zu effektiv machen, weil dann, oder zu intensiv, weil man dann wahrscheinlich schwitzt. Das macht dann auch nicht so viel Spaß. Aber ja, irgendwie cool, ne? Ist jetzt keine Hantel, aber es ist ein Sportgerät und es ist irgendwie cool. Mein lieber Herr Gesangsverein, also das waren mal richtig geile Produkte, oder? Also ich bin hin und weg und ich finde den Inhalt der Box mega, mega cool. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also mich hat die Box echt sehr positiv gerade mitgenommen. Also ich blende hier auch mal den Gesamtpreis der Werte ein, den Gesamtwert der Produkte ein, genau. Und muss sagen, ob jetzt 30 Euro oder 25 Euro, die man ja theoretisch für diese Produkte bezahlt hätte, wenn man die Box gekauft hätte, es lohnt sich ja volle Kanne, ey. Also die Produkte sind doch garantiert ihre 70, 80 Euro wert, wenn nicht sogar viel, viel mehr. Und ich vertue mich gerade vollends, aber ne, das wäre halt so mein Tipp jetzt. Und ja, pff, geil. Richtig geil. Denk dran, auch du kannst eine Box in diesem Video gewinnen. Was dafür zu tun ist, steht alles unten in der Infobox drin. Ich rede schon wieder komisch, es ist spät. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao.